Ja, das ist irgendwie so eine heile Welt, die wir hier haben, irgendwie kaputt gegangen dadurch. Man hat sich halt schon auch Gedanken gemacht, was man jetzt mit seiner Tochter, ob man sie weiterhin alleine zur Schule schickt. Man hat halt irgendwie schon ein ungutes Gefühl, wenn man abends so jetzt rausgeht und man nicht weiß, was jetzt hier so passiert. Ich hoffe natürlich auch immer noch, wie alle wahrscheinlich, dass nichts Schlimmes passiert ist, aber man kann ja nach der Zeit mittlerweile wahrscheinlich schon nicht mehr davon ausgehen. Kann natürlich irgendwie was Beziehungsmäßiges sein, eventuell, aber sind alle halt alles irgendwie Spekulationen. Man kann sich denken, dass vielleicht die beiden irgendwie was hatten oder sowas, was vielleicht rauskommen sollte oder so, aber Welche beiden? na, der Schwager und die Ach Verschwundene so. vielleicht. Also man weiß, also ist jetzt eine Vermutung von mir irgendwie, also nicht, dass ich jetzt irgendwie was wüsste oder so. Meine Nachbarin, die hat mir erzählt, dass sie sie gesehen hat an dem Tag, also an dem Vormittag, wo sie eigentlich vermutet wurde in dem Auto mit dem Schwager Richtung Polen. Ja? Dann hat sie gesagt, das kann nicht sein, dass sie mit ihm im Auto war, weil ich sie hier gesehen habe, hat sie mir erzählt. Ich habe sie nur gefragt, bist du dir sicher, dass sie das war? Ja, das war die Rebecca. Und so hat sie das auch geschildert. Sie ist Richtung Bus gelaufen. Alleine? Alleine. Also die Leute sind zum größten Teil der Meinung, der Schwager kann es nicht gewesen sein. Einige Leute kennen ihn und sie kennen ihn als gutmütigen Menschen. Der ein oder andere sagt, naja, die wird ja nicht mehr leben. Andere sagen wiederum, vielleicht hat sie auch irgendwie jemanden im Internet kennengelernt. Und natürlich verfolgt man die Medien und viele machen sich halt auch Gedanken. Wir haben selber Kinder und vielleicht läuft jetzt hier irgend so ein Mensch rum, der irgendwelche Mädels einfängt und umbringt oder festhält irgendwo. Wir hoffen natürlich alle, dass sie noch lebt. 2006 ist mein Mann, Uwe Lischit, im Dienst erschossen worden. Und dementsprechend kann ich natürlich nachvollziehen, wie es ist, wenn man jemanden verliert. Deswegen, ich kann die Verwandtschaft von Rebecca total verstehen und kann es auch nachvollziehen, wie die sich jetzt fühlen.